Ich bin der Lukas Hohl, Mitorganisator vom Lake Life Festival in Biel. Und was ist Lake Life Festival in Biel? Das Lake Life Festival ist ein generationenübergreifendes Festival, das die Elemente Musik, Sport und Kultur verbinden, wirklich konsequent. Wir wollen nicht ein normales Festival sein, sondern wirklich unsere Elemente, wo die Region sehr stark ist, wirklich verbinden und das allen zugänglich machen. Und wie verbindet ihr das? Also was ist anders hier als an einem anderen Festival? Ja, ich glaube schon nur die Lage hier am Bielersee ist extrem spannend, aber natürlich auch die Kombination von dem, eben der Musik, Sport und Kultur. Wir haben rund 90% von unserem Gelände, das frei zugänglich ist. Und das ist doch sehr speziell, dass man Teil eines Festivals sein kann, auch ohne Ticket. Es hat ja eine Bühne, wo man ein Ticket braucht. Was wird dort aufgeführt? Was ist dort das Konzept dahinter? Genau, also wir haben grundsätzlich der einzig zahlende Bereich ist die Mainstage, wo wir Künstler haben, internationale und nationale Grössen, wo wir natürlich Tickets verkaufen, ist klar. Wir können das nicht stemmen, nur mit einem frei zugänglichen Bereich, das ist klar. Und die Kombination von dem frei zugänglichen mit der Sportaktivität und der Kulturaktivität, aber auch Musikkonzerte in einem Zirkuszelt mit Grössen wie Baba Shrimps, die frei zugänglich sind und ohne Ticket. Also wirklich ein sehr spannendes Konzept.